Heute ist der 22. Juni 2011. SoulSnap Magazin, Janus Küchen und die Tanzschule für Sie präsentieren den Let's Cook Day. Heute wird Wert darauf gelegt, vor allen Dingen wegzukommen von der Zubereitung von einfacher Pizza, indem in der hochmodernen Küche von dem Musterhaus Küchenfachgeschäft hinter mir, ja, hochmoderne Geräte zum Einsatz kommen und viel Wert darauf gelegt wird, vor allen Dingen mit Gemüse und anderen tollen Sachen ganz gesundes Essen zuzubereiten. Das sind Steckdosen, wenn ihr irgendwelche Elektrogeräte braucht. Herr Janus, heute Abend hier Let's Cook im Janus Musterküchenhaus, ist das, ne? Musterküchenhaus ist gut. Also wir sind in einem Meisterstückhaus der Firma Baukmeier und wir sind hier seit jetzt so 6 Jahren, ja, im Prinzip auch Mieter, Untermieter, wie auch immer. Und ja, viele verbinden eigentlich mit dem Namen Janus eigentlich diese Koch-Events, Kochen bei Janus und so weiter. Ja, machen wir gerne als Hobby, aber eigentlich verkaufen wir wirklich Küchen und machen tolle Bäder. Mhm. Es ist ja auf jeden Fall sehr interessant, heute Abend die Jugendlichen dabei zu bestaunen, wie sie versuchen, hier was ordentlich zurechtzuzaubern. Es ist ja bisher aber weniger vorgekommen, dass Jugendliche das hier bei Ihnen gemacht haben in letzter Zeit. Ja. Wie kommt das jetzt, dass das was so wieder startet? Wir haben schon diverse Abende mit Jugendlichen hinter uns, in einer Zusammenarbeit mit der Tanzschule für Sie. Herr Aras kommt ja nachher nochmal dazu und wird den Jugendlichen auch nochmal so ein bisschen das Benehmen an Tisch erklären, zeigen. Es ist so ein bisschen, ich hab gedacht, ich mache das einfach mal für Jugendliche auch mit der SoulSnap zusammen, einfach mal so ein bisschen breiter das bekannt machen, weil ich finde, so gerade dieser Bereich Tanzschule ist natürlich auch ein bestimmtes Publikum, was da angesprochen wird und vielleicht nicht jedem bekannt. Ne? Und ich habe mich gefreut im Prinzip, dass die SoulSnap dann irgendwie gesagt hat, okay, wir versuchen das mal an den Jugendlichen mal ranzubringen, weil ich finde, erstens, das Kundenklientel von morgen sind die da. Und ich finde, wenn wir es schaffen, dass dieses Kochen nicht ganz verloren geht, weil, wie gesagt, diese Entwicklung ist im Augenblick nicht so schön, so alles zu Fast Food und alles schnell, alles so. Und wenn wir es schaffen, irgendwie so ein paar Jugendlichen immer noch irgendwie zu sagen, Kochen ist toll, Kochen ist einfach, Kochen macht Spaß, das ist unser Klientel von morgen, ganz einfach. Kurze Frage noch zu der Sache mit diesen ganzen Promi-Shows, die so laufen, mit diesen Kochen-Events auch und sowas. Rührt das auch daher, dass es momentan so eine Art Hype da entstanden ist? Ja, also komischerweise, ich habe wirklich gedacht, dass dieser Hype eigentlich schon durch ist. Also es ist immer noch tatsächlich immer noch aktuell. Was mir natürlich ganz stark aufgefallen ist, dass die Leute, die meisten dieser Kochshows gucken, fast eigentlich gar nicht kochen. Das ist ganz schlimm. Ja, es ist also wirklich so. Ich gehöre dazu. es ist wirklich ganz schlimm, dass sage ich mal, die alle gucken es gerne. Die gucken es gerne, aber irgendwie sich dann wieder darum zu trauen, zu sagen, Mensch, wir machen das mal. Ne? Dann da fehlt, glaube ich, ganz oft da so der Schweinehund zu überwinden. Okay, ne? Also das ist wirklich so. Den kann ich nur raten, der soll mal tatsächlich mal einen Kochkurs bei uns buchen und mal erstmal wirklich mit, wenn man, weil das, was wir hier machen, ist natürlich dann so ein bisschen was anderes, weil Kochen mit mehreren, also gerade wenn man neue Menschen kennenlernt, teilweise kennen sich jetzt die Jugendlichen heute Abend sehr gut, wenn sie hier nach Hause gehen, also die kommen hier so ungefähr als Unbekannte rein und gehen eigentlich als Freunde wieder raus und das ist viele haben das natürlich gemerkt von unseren Kunden und dass das Kochen mit mehreren einfach total toll ist. So, was genau für eine Sache müsst ihr jetzt hier vorbereiten? Wir bereiten die Basilikum-Kartoffelsuppe vor. Heißt also die Vorspeise? Ja, die Vorsuppe. Die Vorsuppe. Was meint ihr, wobei liegen da die Schwerpunkte für euch? Die Kartoffel gar zu kriegen. Vielleicht beim Würzen oder so. Das uns schmeckt, aber den anderen dann nicht. Habt ihr bereits schon den Plan euch durchgelesen, von vorne bis hinten? Nein. Nur bis zur Hälfte. Ah, ihr versucht also auf gut Glück. Ja, wir improvisieren. Herr Aras, Sie sind heute Abend hier und haben eine wichtige Position eingenommen, sprich? Ich bin ja gar nicht so wichtig. Die wichtigsten Personen sind ja da, die da kochen. Ich werde nachher nur so ein bisschen darüber sprechen, wie wir das Ganze hier eindecken, wie man das Werkzeug benutzt, was da so alles steht und worauf man achten muss und was man besser sein lassen sollte. Wir haben zwar die Akteure da hinten schon ein bisschen am Werkeln, die könnten auch schon lauschen. Kann man schon verraten, was denn diese wichtigen Punkte sein werden? Ja, eines der wichtigsten Dinge, wie benutze ich zum Beispiel die Serviette, was mache ich mit dem Besteck, wie halte ich es,
was mache ich mit meinen Armen, wenn ich nicht esse und wie fasse ich ein Glas dann richtig an. Das sind so die wichtigsten Basic. Und dann natürlich, welche Gespräche bei Tisch sollte ich vielleicht sein lassen und welche sind durchaus angebracht. Jetzt sehen wir hier diesen Aufbau, einen ganz typischen wahrscheinlich. Es ist ja immer so eine Frage, muss das so sein oder ist das willkürlich vielleicht von manchen zusammengestellt, einfach von links nach rechts, wie man will. Was ist genau da wirklich zu beachten? Ja, also hier haben wir jetzt ein klassisches Viergangmenü aufgebaut. Außen der Suppenlöffel, dann haben wir zwei Hauptgänge und oben drüber den Nachtisch. Links auf der Seite, das ist der Brotteller. Hier in dem Fall ist es ein normales Messer. Normalerweise ist das Messer für den Brotteller ein bisschen kleiner. Und so ist aber der ganz klassische Aufbau. Was hier natürlich jetzt noch fehlt, ist der Aufbau der Gläser. Aber für Besteck und Teller ist das der klassische Aufbau. Dann, und ich das nicht machen kann, weil ich Angst habe, das muss nach hinten runterrutschen, weil hier so eine große Beule ist, ja, dann lege ich das so ab. Aber wirklich nur in diesem Ausnahmefall an der Seite. Im Normalfall ist das dann, kann ich auch hier so ein bisschen an den Teller rangehen. Ja, das fällt dann schon. Das war das Soul Snap Koch Event zusammen mit Janus und der Tanzschule für Sie. Naja, es gab ziemlich viel zu sehen. Ich fand das vor allen Dingen sehr informativ. Man hat viele Dinge gesehen, die man so vorher vielleicht gar nicht so zu berücksichtigen wusste. Und die Teilnehmer hatten zumindest ihren Spaß, so kam es mir vor. Und ich denke mal, so war es auch. Auch die Gastgeber waren sehr freundlich und wir würden es jederzeit wieder tun. Deswegen, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, vielleicht mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen.